wo wir uns vorhin zum Beispiel schon mal drüber unterhalten haben, waren so Einflüsse, die du auch hast. Magst du mir da vielleicht einfach mal ein bisschen was drüber erzählen, was für dich so Leute sind, von denen du denkst, dass sie deine Bildsprache beeinflusst haben? Ui, schwierig. Ja. Ändert sich auch die ganze Zeit. Also die Leute, die ich mir anfangs angeguckt habe, die finde ich heute ganz, teilweise finde ich ganz schlimm, die Sachen. Ich sehe so, du schaust auf die Bücher, ja, das sind genau die aus der wir Zeit. Wir haben natürlich auch so die Klassiker ausblenden. Hier stehen, so Cartier-Bresson und so. Wo ich aber sagen muss, ich finde, da kann man nie was mit falsch machen. Genau. Nee, aber das sind, ich muss überlegen, ich weiß, die Sachen, die ich anfangs ganz, ganz toll fand, also ich überlege so, als Kind, ich habe mal, oder als Teenager habe ich angefangen, Radkappen zu bemalen. Mhm. Die habe ich auf der Straße gefunden und gefunden? Wir haben sie nicht gestohlen. Okay. Weißt, oft fallen doch die Radkappen ab. Ja. Zwei meiner Freunde, also Zwillinge aus der Grundschule, die Mutter hatte eine Malschule. Mhm. Und dann haben wir angefangen, da halt die Radkappen zu bemalen. Eher so Pop-Art, ja, weil das war halt irgendwie so die plakativste Kunst, ich glaube, wir hatten zu Hause so ein Poster von der Marilyn Monroe von Andy Warhol hängen. Diesen Vierfachprint? Nee, einfach in Pink. Mhm. Und ja, ich weiß nicht was, aber auf jeden Fall hat mich das irgendwie angesprochen, ja, weil es halt irgendwie die sagen wir mal, von der modernen Kunst wahrscheinlich die plakativste oder am einfachsten zu verstehende ist. Und ich glaube, so hat sich das immer weiterentwickelt. Aber ja, also ich würde gar nicht mal sagen, nicht nur, dass andere Fotografen oder Fotografie mich beeinflusst hat. Eigentlich das Reisen hat einen großen Einfluss, Architektur, Filme haben ganz großen Einfluss auf mich. Einfach die Geschichten, die auch erzählt werden in Filmen. Auch die visuelle Sprache von Filmen. Weil ich meine, dadurch, dass du selber auch Film ja gelernt hast letzten Endes, siehst du das wahrscheinlich auch mit einem ganz anderen Auge als ich das jetzt sehen würde oder irgendein anderer Laie. Ja, das Tolle ist ja am Film, egal wie, sagen wir mal, nerdig du bist, wenn der Film gut ist, vergisst du ja alles. Ja, du vergisst. Bei einem wirklich guten Film, ja. Du schaust da nicht mehr, wo kommt das Licht her, wie haben die es mit dem Ton gemacht, sondern das Tolle ist ja am Film, und deswegen hat es mich auch immer so begeistert, ist, dass man einfach in eine ganz andere Welt abtaucht und in der Zeit, wo ein Film kostet, einfach dein Leben keine Rolle spielt. Und du bist einfach da drin, vergisst all diese Elemente, die es braucht, um einen Film zu machen. Und das macht mir noch heute am Film wahnsinnig viel Spaß. Aber hast du irgendjemanden, von dem du, mir fallen die ganze Zeit diese Karten hier runter. Naja, lass mir doch einfach zerlegen. Hast du irgendjemanden konkret, der dir heute noch gefallen würde? Einfach irgendwas, wo du sagst, da kann ich mich irgendwie mit identifizieren oder es ist tatsächlich irgendwie ein Einfluss oder würdest du wirklich sagen, es ist mehr das Leben, das du führst, das dich irgendwie beeinflusst? Also ich glaube, es gibt eine Menge an Fotografen, die ich anhimmle vielleicht oder sagen wir mal, deren Arbeit ich sehr schätze und toll finde. Aber ich, ehrlich gesagt, möchte ich mich nicht zu sehr auf einen Fotografen konzentrieren, weil im Endeffekt möchte ich meine eigene Sache machen. Und umso mehr du dir sagst, ach, das ist jetzt mein Held. Und schränkt dich das auch ein. Ja, schränkt dich ein. Und das ist ähnlich wie man, wenn man irgendwie in einem sehr, sagen wir mal, als Assistent einem sehr starken Fotografen oder bekannten Fotografen, der eine sehr, sehr eigene Bildsprache hat, assistiert, irgendwann nimmst du diese Sprache auch an und ja, im Endeffekt möchtest du deine eigene entwickeln, ja. Aber wie gesagt, also klar, ich schaue mir auch die Fotografien von anderen an und habe riesig Spaß dran. Ja? Ich schaue mir Modezeitschriften an, ich gehe in Museen. Also es hat alles wahrscheinlich, also sicher, einen großen Einfluss auf mich.